Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, euer Violett, hier zurück bei unserem Naj Jihad. Ja, leider gab es ja jetzt wieder eine längere Pause in letzter Zeit, läuft es irgendwie nicht so optimal hier. Hab mir einen richtig, richtig fetten Infekt geholt. Ich hatte, glaube ich, anderthalb Wochen lang war ich jetzt krank, also nicht dauerhaft so, dass ich jetzt wirklich dauerhaft irgendwie tot im Bett lag, aber halt so, dass ich nicht wirklich gut aufnehmen konnte mit Husten und so weiter, ist halt nicht so optimal. Da kann man dann vielleicht 20 Minuten aufnehmen, eine Folge oder was, und dann war's das, weil man einfach nicht mehr reden kann. Und das wollte ich dann euch und mir auch nicht antun. Deswegen habe ich jetzt etwas länger gewartet, bis ich wieder angefangen habe. Und mittlerweile ist es eigentlich schon wieder ganz in Ordnung. Es kann sein, dass ich ab und zu noch huste oder so, aber ich denke mal, das sollte soweit auch machbar sein. Ja, sorry für die längere Pause. Wie gesagt, Krankheit, kann man leider nichts machen. Hat mich ein bisschen geärgert, weil ich ja erst gerade wieder angefangen hatte. Aber naja, vielleicht noch ganz kurzes Update zu einer anderen Sache, mal abgesehen, bevor wir hier anfangen zu spielen. Ihr habt, also ich habe euch ja gefragt in der Auflösung von der, ihr habt kommentiert öfters mal, dass ich eventuell Mod-Vorstellungen machen soll zu EU4. Und ich habe das schon länger mal wieder machen wollen. Ich habe ja vor Ewigkeit mal ein Video zu Mods gemacht in EU4. Und ich habe jetzt angefangen daran zu arbeiten. Allerdings bin ich damit bei weitem noch nicht fertig. Ich muss erstmal irgendwie mir überlegen, wie ich das ganze Format mache. Und dann Animationen und was auch immer. Muss ich mal noch gucken, was ich dann dafür brauche, wie genau ich das aufziehen will. Aber auf jeden Fall arbeite ich momentan daran und mal gucken, wie lange ich noch brauche, bis es fertig ist. Vielleicht eine Woche, vielleicht auch zwei. Mal gucken. Weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall kommt da eventuell dann auch demnächst was raus. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir hier gleich an zu spielen. Und es gibt ein paar Sachen, die wir besprechen müssen oder die ich euch sagen will. Zum einen mal, wir haben ja momentan eine ganze Menge Vasallen. Allerdings sind davon momentan eigentlich nur relevant Jemen und Irak und Jamaa für die Integration. Jamaa geht noch nicht, erst in 9 Jahren, die haben wir gerade erst vasallisiert. Jemen würde ich ganz gerne jetzt schon vasallisieren, die haben auch schon gut genug Meinung. Irak geht auch, aber die haben noch nicht gut genug Meinung. Und Syrien würde ich ganz gerne noch behalten, weil sie ja noch eine Kernprovinz hier haben. Das sind immerhin 5 Base-Tags, die wir dann bezahlen müssten, core-technisch. Muss nicht unbedingt sein, das können wir auch einfach dann an Syrien geben. Dann zahlen wir nur Diplo-Power, das ist schon okay. Aber wir müssen jetzt erstmal die Beziehung mit dem Irak verbessern. Allerdings wird es noch eine Weile dauern. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich zuerst den Krieg hier mache gegen Wasangali und Belutschistan. Obwohl, warte mal, die mögen mich ja sogar. Könnten wir sogar vielleicht einfach Diplo vasalisieren. Militärische Macht im Vergleich. Minus 11. Entfernung der Grenzen. Wir hätten nochmal plus 10. Das heißt, wir wären nur bei minus 7. Das geht eigentlich echt. Wenn ich jedem integrieren würde, würde es gehen auf jeden Fall. Mit wem seid ihr gerade im Krieg? Mit denen da. Ist das ein Angriffskrieg? Verteidiger gegen Medribari. Aha. Okay. Na, ich denke, ich werde es doch mit Krieg eher machen. Schon alleine, weil wir dann noch Belutschistan kriegen. Die könnte man zwar auch so holen, aber ist jetzt auch egal. Das heißt, wir werden diesen Krieg vorher machen, weil es wird eh noch locker, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre dauern, bis wir genug Meinung mit Irak haben. Von daher können wir in der Zeit auch noch ein bisschen Krieg führen. Und dann haben wir ja noch zwei wichtige Sachen. Einmal müssen wir mal die Beziehung mit dem Ottoman verbessern. Die ist nämlich momentan relativ niedrig, weil er sich hier Provinzen von Syrien wünscht. Ich weiß nicht, hat er mittlerweile die Mission? Nee, er hat immer noch erobert Kreta. Aber er will natürlich die Provinzen trotzdem haben, weil es in seiner Handelszone liegt und so weiter und so fort. Und weil es einfach hohe Base-Tax-Provinzen sind, da will die KI das ja immer haben. Oh, und mir fällt gerade auf, aus irgendwelchen Gründen ist die Musik super leise. Und dementsprechend sollten wir da die Beziehungen ein bisschen verbessern. Dann müssen wir noch aufpassen, wenn wir hier Belutschistan uns holen, dass der Timuride wahrscheinlich dann ein bisschen pissy auf uns ist. Er hat da zwar keine Ansprüche momentan, er hat auch
die Mission erobert Delhi. Also er hat, glaube ich, auch eine Mission für Balochistan. Die hat er jetzt momentan noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Er hat auch zwei Ansprüche auf uns. Das kann durchaus gefährlich werden. Er ist momentan nur zwei Tags hinter dem Osmanen und einen Tag hinter uns. Was nicht so mega viel ist, auch wenn wir schon neue Einheitentypen haben im Gegensatz zu ihm. Aber dennoch würde ich ganz gerne noch warten, bis wir ein bisschen mehr technologische Überlegenheit ihnen gegenüber haben, bevor wir da zusammen mit dem Ottomanen einen Krieg anfangen. Weil das kann schon relativ in die Hose gehen da. Vor allem, wenn der Ottomane dann irgendwie seine Truppen in den Bergen suicidet. Das wäre, ja, nicht so optimal. Von daher, wenn wir da erstmal ein bisschen versuchen, unsere Beziehungen auch noch zu verbessern. So, und das Letzte ist, wir müssen eine neue Ideengruppe wählen. Und da habe ich ja gesagt, dass ich das mir überlege bis zum nächsten Mal. Und das habe ich jetzt getan. Und ich habe mich für die humanistischen Ideen entschieden. Im Prinzip gibt es momentan nicht so viel Auswahlmöglichkeit, weil wir können keine militärische Idee nehmen, weil wir Militärtech sowieso schon nicht so weit vorne mit dabei sind, weil wir halt Muslim sind und da zu hohe Tech-Kosten für haben. Admin und Diplo sind natürlich beide nicht ganz so wichtig wie militärische Technologie, von daher ist es da nicht so schlimm, eine Ideengruppe zu wählen. Das heißt, wir können eigentlich nur hier eine wählen. Und bei Diplo ist eigentlich das Einzige, was für uns momentan in Frage kommen würde, Entdecker-Ideen, um hier die Inseln und Afrika zu kolonialisieren. Oder hier, weiß ich nicht, humanistische Ideen, vielleicht religiöse Ideen, bringen es mit Natsch nicht so wirklich, finde ich. Weil wir ja schon auch so schon alles konvertieren können. Das Einzige, was es uns bringen würde, halt wäre hier Unam Sanctam, den Kriegsgrund. Und den brauchen wir eigentlich auch nicht so krass, weil wir eigentlich fast nur gegen Sunniten kämpfen, zumindest für die die längste Zeit des Spiels so. Von daher würde ich das auch nicht nehmen, nur für eine Idee. Deswegen habe ich mich für die humanistischen Ideen entschieden. Die sind zum einen immer ziemlich stark, die sind so ziemlich die stärkste Ideengruppe von allen, finde ich, momentan, beim momentanen Patch. Gibt extreme Stabilität für das Land, macht es leichter, Sachen zu erobern, macht es leichter, aggressive Expansion wieder abzubauen, genau. Und die Ideenkosten nach dieser Ideengruppe sind sogar noch weniger. Also das ist super toll. Also man sieht hier religiöse Einheit, mehr Stabilität, nationale Unruhen, mehr Stabilität im Prinzip, akzeptiertes Kulturenlimit, naja, im Prinzip nur mehr Geld, bisschen mehr Stabilität auch, aber nicht so wichtig. Minus 10 Jahre Nationalismus, super cool. Ein Drittel weniger Nationalismus, super stark. Und dann hier natürlich noch mehr Toleranz, auch immer super gut. Obwohl das nur gegen Ungläubige ist, also in dem Falle bei uns hauptsächlich gegen Christen. Was jetzt nicht so mega wichtig ist, weil wir da noch nicht so viel erobern können momentan. Aber naja, also wir werden humanistische Ideengruppe nehmen. Achso, warum ich nicht Entdecker-Ideen nehme? Das war ja das, was ich eigentlich erklären wollte. Das Problem ist, wir sind diplomatische Technologie super behind. Wir sind da gerade mal, also wir haben da gerade noch den Anfangstech. Wir haben noch nicht mal eine Tech-Stufe. Das heißt, wir haben noch überhaupt gar keine Reichweite. Unsere Reichweite reicht gerade so bis hier, da, diese Provinz. Ho Boi. Das bedeutet, wir können niemals hier irgendwas kolonialisieren, ohne dass wir uns erst den Tech holen. Mit der dritten Idee würden wir dann vielleicht zu der Insel kommen. Aber das wäre sehr knapp und ich weiß nicht, ob das so optimal wäre. Außerdem bringt es uns nicht so super viel, hier so kleine Inseln zu kolonialisieren. Die sind weder für Handel noch für sonst irgendwas wichtig. Das Einzige, was halt wirklich cool wäre, wäre das Kap zu haben. Und natürlich mehr Provinzen für unsere 500 Provinzen, die wir für das Achievement brauchen. Aber bis dahin, ja, können wir auch einfach Sachen erobern. Das reicht ja. Es gibt ja mittlerweile so viele Provinzen in der Welt, die durch Art of War hinzugefügt worden sind, dass 500 nicht so das Problem sein sollten. Sollte machbar sein. Von daher, humanistische Ideen, zack. Und dann gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Ich denke mal, ganz gut. So, dann, wie war das nochmal? Ihr kämpft hier, ne? Ja. Dann erklären wir dir jetzt erstmal den Krieg ganz kurz und dann schicken wir unseren Typen wieder zurück zum Timuridenreich. Hopp, was ist hier los? Staatsehe mit Persien. Minus 2 Legitimität. Wie alt ist denn unser Herrscher?
Sultan Turki der Erste Saud ist 61. Ziemlich guter Herrscher sogar. Überdurchschnittlich auf jeden Fall mal. Aber da er schon so alt ist, können wir durchaus ein bisschen Legitimität verlieren. Das macht nichts. Denn wir werden bald einen neuen kriegen. Wie gut ist denn unser Nachfolger? Aha, unser Nachfolger heißt Saud. Und nochmal Saud. Interessant. Also unsere Dynastie heißt Saud und unser Nachfolger heißt auch Saud. Oder Saud. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Keine Ahnung. Ist auch überdurchschnittlicher Herrscher. Auch 11, genau wie sein Vater. 15 Jahre alt. Starker Anspruch. Ja, das klingt doch gut. Mehr militärische Macht allerdings. Was eigentlich nicht schlecht ist, weil da sind wir momentan nicht so gut dabei. So, Belutschistan. Wollen wir hier zum Co-Kriegsteilnehmer natürlich machen. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los, oder? Ja, ich denke schon. Wir verlieren wieder ein bisschen Pietät, was ja für unsere Negativ-Pietät-Taktik durchaus förderlich ist. Jemen, Irak, Syrien, Persien und Jamar sind natürlich alle dabei, unsere Vasallen. Oh, er hat hier ein paar Schiffe. Drei kleine Schiffe. Naja, okay. Ich denke, unsere Vasallen werden das machen. Jemen hat hier noch ordentlich Schiffe. Okay, da hat er 6000 in der Felsenöde. Das ist schlecht. Da können wir eigentlich nicht angreifen. Rotes Meer ist er am 25. Februar. Was haben wir denn hier noch für Schiffe? Vier leichte Schiffe. Okay, holen wir erstmal die vier leichten Schiffe. Nicht, dass wir unsere Transporter doch verlieren. Das wäre suboptimal. So, wo gehst du hin? Golf und Suez. Okay, dann geht ihr mal darüber. Und er hat hier jetzt auch schon eine seiner Provinzen verloren. Weil hier anzugreifen jetzt wäre ziemlich schlecht. Wir kriegen dann einen minus 4er Malus. Und wir haben weniger Truppen. Also das ist schon nicht so optimal. So, Jemen stellt hier jetzt auch Einheiten drauf. Dann hätten wir das überhaupt gar nicht machen müssen. Aber okay, gibst du uns Militärzugang? Ja. Weil wir mit deinem Rivalen im Krieg sind, war vermutlich mal. Okay. Oh, ich sehe gerade hier, unser Manpower ist noch relativ niedrig. Das habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung gehabt. So, jetzt schicken wir unseren Diplomaten Rabia al-Sabah mal wieder dahin. Das ist auch interessant, die sind beide von derselben Dynastie hier. Und wie immer die Diplomaten in Ethiopia unendlich alt. Aber naja, die Namen wechseln ja nicht im Laufe der Zeit. So, sollte eigentlich zu gewinnen sein. Wir haben mehr, einen deutlich besseren General, auch wenn wir weniger Einheiten haben. Oh, er hat deutlich mehr Einheiten verloren als wir und anscheinend kann er sich nicht zurückziehen, weshalb er einfach komplett gestackwiped wird. Oh, und wir verlieren Geld wegen Verstärkungen. Naja. So. Okay, Jemen tötet die gegnerischen Schiffe hier. Oh, Unzufriedenheit unter den Handwerkern. Konflikte und Proteste über Steuern, Firmen, Handel und Zölle häufen sich und könnten zu einem starken Abfall unserer Industrieproduktion führen. Unsere Industrieproduktion besteht aus Schafhirten. Wenn wir mit der Situation nicht sorgsam umgehen, ja. Wir werden eine Steuer abschaffen, auch wenn es viel Geld kostet, aber ich will keine Stabilität verlieren. So. Hier können wir eigentlich schon konsolidieren. Das sollte uns ein bisschen Geld sparen. Jupp. Und dann können wir hier zwei Einheiten zurücklassen und unsere Truppen mal wieder auf unser Hauptland ziehen. So, ja, Jemen hat die feindliche Flotte besiegt. Das heißt, wir können unsere Schiffe mal benutzen, um die drei Schiffe da oben kaputt zu machen. Das sind zwei leichte und ein Transporter. Okay. Oh, guck mal einer an. Er kommt hier rüber gelaufen. Und Irak ist schon auf dem Weg, um ihn abzufangen. Blockade. Die Bevölkerung von Sila ist stark auf ihren Hafen angewiesen, um die Stadt mit allem Nötigen zu versorgen. Doch die Blockade gegen Abd al-Qais, oh, die Namen hier, ne, die sind echt super schwer hier auszusprechen, hat sowohl die Versorgung mit Luxusgütern als auch mit einigen normalen Gütern abgeschnitten, die für den Betrieb der Stadt nötig sind. Nur mit Fisch kommt die Bevölkerung nicht aus und wendet sich deshalb an den Sultan, der eine Lösung finden soll. So, wir können entweder ihnen Ressourcen geben, um das Ganze auszugleichen, über Landweg, oder wir sagen, jupp, ihr kriegt nichts. So, wo ist denn diese Provinz? Das ist wahrscheinlich eine hier, ne? Ja, die da. Ein Grundsteuer.
Lokale Unruhen plus 2, macht das was? Nope. Wie lange ist das? 5 Jahre. Bisschen Autonomie hier. 0,05 ist das nur durch unsere Ikta. Ja, das ist okay. Das ist nicht so schlimm. Oh. Sehr schön. Und unsere Vasallen haben hier ihre Armeen kaputt gemacht. Heißt im Klartext, sobald wir hier die Flottenschlacht gewonnen haben, können wir gleich darüber fahren. Und unsere Einheiten darüber transportieren lassen. Aber wisst ihr was, wir sollten das mal anders machen. So, du gehst darüber. Und ihr stellt euch mal dahin, dann geht das Ganze deutlich schneller. So, wollen wir hier schon die Toleranz? Da wir gleich nur 2 Vasallen nehmen, können wir das eigentlich machen. Was gibt denn der nächste Admin-Tag? Gericht und Werkstatt. Ja, das sind eigentlich 2 ganz relativ wichtige Gebäude. Okay, Osmanenreich hat Österreich als Rivale bestimmt. Okay. Und Österreich hat von Bayern nichts Großartiges gefordert. Rückgabe von einer Kernprovinz. Kriegsreparationen. Und Augsburg ist unabhängig und zahlt Dukaten. Okay, ja. Das ist ja nicht so tragisch. Oh, guck mal, der Osmanen ist hier auch im Krieg gerade. Und erobert hier die ganzen Balkan-Leute. Das ist ja normal. So, schade, dass unsere Vasallen sich hier keinen Militärzugang holen, um darüber zu laufen. Das wäre nicht schlecht. So, du kannst da auch jetzt rüber. Okay, Dock und Marktplatz. Ja, ich denke mal, das wollen wir. So, wir kriegen auch minus 20% Tech-Kosten hier momentan. Das ist sehr gut. Und dann nochmal minus 5,5 wegen unserer Frömmigkeit. Also wir zahlen hier fast die Basiskosten. Also wir haben gerade eben einen mehr als die Basiskosten gezahlt. Das ist ja wohl verschmerzbar, würde ich mal sagen. Österreich schloss ein Militärbündnis mit Polen. Okay, Polen hat schon deutsche Orden und Litauen in seiner Gewalt. Auch eigentlich Standard. Zusammen mit Österreich könnten die dem Osmanen schon ordentlich auf Fresse geben. Theoretisch. Kann eventuell zu einer Gefahr für uns werden, denn wir brauchen den Osmanen, damit er für uns die Timuriden besiegt. Und die Timuriden mögen uns jetzt eigentlich ganz gerne. Wir könnten sogar theoretisch, wenn wir nicht mit dem Ottomanen verbündet werden, uns mit ihnen verbünden. So, teilen wir uns hier mal auf. Da hat er seine 8 Einheiten. So, Manpower-mäßig verlieren wir Manpower. Nein, wir kriegen Manpower dazu. Alles klar. Das läuft also soweit. Hoffen wir mal, dass Jemen es noch schafft, hier nach Seila zu kommen. Damit wir das nicht machen müssen. So, mit wem sind wir jetzt eigentlich noch so im Krieg? Wir sind noch mit Ausa im Krieg. Und mit Malwa. Oh, wir verlieren Pietät. Okay, guck mal, jetzt denkt er, er ist stark genug, weil wir Moral verloren haben. Ah ne, Jemen. Landet da gerade Einheiten. Dann sind die da am 2. Januar. Oh, oder auch nicht. Okay, Jemen kommt zu uns. Nein, Belutschistan, geh weg. Oh, was war das gerade? Algerien sieht mich nicht mehr als Rivale. Nice, okay. Jetzt haben wir nur noch 4 Feinde. Mayatin, Äthiopien, Mamelukenreich, Kiara. Okay, und was mir gerade auffällt, wir müssen mal hier ganz kurz unsere Beziehung mit dem hier wieder auflösen. Da habe ich ja mir Militärzugang geholt. Aber das kostet uns ja Diplo-Punkte, von daher ist das nicht so optimal. Sollten wir also wieder auflösen. Unsere Sache ist gerecht. Die Anstrengung unseres diplomatischen Korps hat die Welt überzeugt, dass unsere Ansprüche angemessen und unsere Handlungen gerechtfertigt sind. Und dass unsere Nachbarn nur wenig Angst vor uns zu haben brauchen. Alle unsere Handlungen, so das Argument, ist im besten Interesse aller. Ha ja, natürlich. Alles im besten Interesse unserer Nachbarn. So, okay, er bleibt hier stehen, genauso wie Jemen. Wir sagen mal Jemen, dass er sich hier anschließen darf. So. Okay, 3. März ist er da und er greift doch nicht an.
Okay, jetzt haben wir die Belagerung gewonnen. Von daher können wir dann da hinlaufen. Dann können sie auch nichts mehr machen. Vielleicht. Ja, okay, sie gehen wieder zu unseren Vasallen. Das ist nice. Das bedeutet nämlich, wir müssen sie nicht bekämpfen. So, wollen wir mit dir noch weiter Beziehungen verbessern? Ja, vielleicht noch ein bisschen. Und danach verbessern wir noch die Beziehungen mit dem Ottoman. So, dann nutzen wir mal ganz kurz unsere Transporter, um unsere Einheiten wieder hier rüber zu bringen. So, und dann werden wir hier noch eine Blockade machen. Ah, guck mal, nee, er ist hier außen rumgelaufen. Mayatin sieht mich nicht mehr als Rivalen an, alles klar. So, was ist denn das hier für Gelände? Wüste. Okay. Jemand hat hier mittlerweile genug Einheiten, um zu belagern. Da würde ich sagen, machen wir noch diese eine Schlacht und dann werde ich hier diese Folge beenden. Okay, sehr schön. Wir sind hier die Versorgungslimit. Was sollte hinhauen? Verfolgen wir ihn mal. Gucken wir mal. Ich denke mal, er wird zu seiner Hauptstadt gehen. Jetzt machen wir Plus. Ist sehr interessant, wie das Konsolidieren von Einheiten zusätzliches Geld bringt. Ich dachte, mittlerweile wäre das gefixt, dass man mehr Geld dafür bezahlt, aber dem ist wohl nicht so. So, er hat zwei Moralticks gekriegt. Oh, guck mal, Irak ist auch da. Nice. Okay, wir haben seine Armee besiegt. Dann werden wir jetzt belagern oder lassen wir unsere Vasallen belagern? Ich denke, wir lassen unsere Vasallen belagern. Die machen das schon. Wir haben jetzt keine Eile hier gerade. Oh, sehr schön. Ein gutes Event. Gute Regierungspolitik. Clevere und zur rechten Zeit eingeführte politische Änderungen wurden oft vom Volk positiv angenommen. Über ihre eigentlichen Resultate hinweg wurden sie als Beweise für den guten Willen der Regierung und das Interesse am Wohlstand des Reiches angesehen. Füllen wir die Staatskasse. Mehr Dukaten. Das sind insgesamt 75 Punkte oder Stabilität. Das sind 100 Punkte. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die Stabilität. Das ist am besten. Die Frage ist nur, wollen wir erst noch einmal steigern? Dann bekommen wir nämlich theoretisch 150 Punkte. Brauchen wir unsere Admin-Punkte gerade für irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Dann machen wir das. So. Ist klar, jetzt sind wir auf 2 Stabilität. Das ist nice. Okay, Timurin haben wir das Maximum erreicht. Dann ziehen wir noch kurz unsere Einheiten hier rüber oder unsere Armee. Und dann werden wir hier diese Folge beenden. Alles klar. Gut, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Nach der langen Pause tut es mir leid, aber jetzt geht's, denke ich, mal wieder etwas länger weiter. Und ja, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen über ein Like oder Kommentar. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.